Crusader Kings 3 hat ein neues DLC bekommen, Road to Power. Der zugehörige Patch hat einiges umgeschmissen. In dieser Patch ermöglicht es euch, Kriegsfolge-Regimenterzahlen zu haben, dass ihr euch fühlt, als wenn ihr gerade auf Helm's Klamm mit eurer Uruk-hai-Armee zumarschieren würdet. Und das nicht wie früher mit irgendwelchen komischen Glitches, merkwürdigen Exploits, sondern ganz legitim mit einigen Schritten, die ich euch in diesem Video zeigen werde. Und ich werde euch zeigen, wie gigantisch diese Änderung ist und wie lächerlich stark ihr jetzt eure Kriegsfolge-Regimenter relativ schnell mit ein paar Kniffen, ein paar Traditionen und ein wenig Fingerspitzengefühl erhöhen könnt. Also beobachtet euer Glas Wasser, euren Tee oder euren Kaffee, denn er wird gleich beben von all diesen Füßen, die stampfend sich durch die Welt bewegen, wenn wir unser Kriegsvolk aussehen. Und hier beginnt unsere Reise. Die Horden-Dynastie, geleitet von einem der wichtigsten Männer, den ihr euch vorstellen könnt. Ich hoffe, ihr kennt ihn. Saruman, jawohl. Und nicht Discount Saruman von Ringe der Macht, sondern der wahre, echte Saruman, den wir kennen. Wartet erst ab, wenn er seinen schönen Bart hat. Wir sind im Jemen aus einem ganz einfachen Grund. Der Jemen hat zwei Sachen, die ich gerne habe. Nummer eins, wenn ihr es nicht wusstet, einen extrem starken Buff. Al-Yamnat. Ihr habt hier eine besondere Fähigkeit. Ihr könnt nämlich Getreideäcker hier bauen und in diesem, ja, ich sag mal, Hornbereich. Ihr habt wesentlich mehr Entwicklung, mehr Besitz zum Steuern und mehr Versorgung. Was das zu einem sehr interessanten Start macht, kann man also nur empfehlen, das auch mal anzugehen. Ihr habt natürlich trotzdem fast nur Wüsten und Bergwüsten, was aber gar nicht so unbedingt der Nachteil sein muss. Hier die ganzen Gebiete haben eben diesen Buff und genau diese Gebiete wollen wir auch langfristig halten. Außerdem ist es für Saruman sehr wichtig, ein gutes Kriegsvolk zu haben, das nicht zu teuer ist am besten. Ihr könnt das zwar mit allem machen, was wir jetzt zeigen, das ist wirklich total nahtlos in allem anwendbar. Das haben wir auch schon mit dem Verräger gemacht, das kostet aber extrem viel Gold. Wenn ihr auf dem zweiten Kanal nachgucken, so viel Werbung muss sein. Ihr habt ihr aber einfach bei der Kultur jemenitisch auch noch den großen Vorteil, dass ihr die Berghürden habt. Diese Berghürden geben euch die Fähigkeit, Abu Dra als Kriegsvolk auszuheben, was ganz einfache Plänkler sind. Aber es sind eine der stärksten Plänkler, die es im ganzen Spiel gibt. Sie haben nicht schon 20 Grundschaden, 16 Zähigkeit, 20 Verfolgung, ja, und schlechtere Abschirmung als normale Plänkler, was uns aber egal ist, von 10. Wir haben einen Vorteil in Bergwüsten, Bergen, Hügeln, nicht in Wüsten, ganz furchtig, da müssen wir aufpassen, und wir sind gut gegen leichte Reiterei und schweres Fußvolk. Das macht es zu einem genialen Kriegsvolk, eben aus dem Grund, wenn wir uns einmal anschauen, wie viel die Unterhaltskosten sind. Wenn ich hier reinschaue, sehe ich, dass die Abu Dra mir nur 0,27 pro Einheit kosten, wenn sie nicht ausgehoben sind. Und jetzt kommt das Letzte, was wir noch unbedingt brauchen, nämlich maritimen Merkantilismus. Dieser Trade ist recht wichtig, weil ihr Handelshäfen eine Epoche früher bauen könnt. Das heißt, wenn ihr mal so auf zweite Stufe bauen könnt, könnt ihr sie hier auf vierte Stufe bauen. Und das liebt unser Saruman. Er wollte eigentlich, deswegen war er auch immer so mies gelaunt, in Isengard wollte er eigentlich einen schönen Hafen haben. Deswegen war er eigentlich gar nicht so unglücklich, als die Ents dann alles geflutet haben. Gut, er wurde dann vom Turm geschubst und ist dann gestorben. Aber komm, er war trotzdem sehr zufrieden. Eigentlich wollte er gerade seinen Hafen bauen, aber hat dann nicht sollen sein. Und ihr seht es jetzt, momentan haben wir eine Kriegsfolgeregimentgröße von 3, was komplett lächerlich ist. Und das kann natürlich nicht so stehen bleiben. Wir werden voll auf Abu Dra und vielleicht noch Bogenschützen gehen, um so ein bisschen was als Alternative zu haben. Und das müsste es eigentlich gewesen sein, plus halt ein bisschen Unaga. Ihr werdet sehen, auch die Unaga werden eine Größe erreichen, die jenseits vom Guten und Bösen ist. Genau wie die Uruk-hai, eine riesige, schön erstellte Armee aus dem Matsch von Jem herausgezogen, sodass wir eine prächtige, leckere Horde bauen können. Und ich zeige euch Schritt für Schritt, was ihr dafür braucht, um das auch nachzuspielen und wie lächerlich stark das dann werden wird, indem wir das größte Reich, ob es jetzt Abbasid, das Byzantinische Reich oder irgendein anderes Reich, zerstören werden. Dafür müssen wir einiges an unserer Kultur tun, wie immer, denn das macht ja am meisten Spaß im Spiel. Bisschen was die Religion ändern und uns eigentlich nur das Königreich Jem hier unter den Nagel reißen. Mehr brauchen wir nicht, brauchen sogar eigentlich nur die paar Gebiete hier, die eben diesen Buff haben, sodass wir unser Reich auch gemütlich aufbauen können. Bei den Hochzeitsplänen lässt sich der junge Saruman natürlich mit nichts Besserem ein oder Schlechterem ein als einer Person mit Saida. Damit wir einen schönen vererblichen Trade haben, den wir kriegen können. Den kriegen wir aber nur, wenn wir hier Prachthochzeit anklicken. Da sehen wir, eine vom Abbasidischen Reich würde sich mit uns zusammentun. Kostet uns natürlich einiges, die Prachthochzeit. Müssen wir mal gucken, dass wir das Geld auch bekommen. Aber wir kriegen guten Verbündeten und wir haben halt den Trade, den der Saruman schon immer haben wollte. Er wollte Herr, er wollte Meister sein. Und das passt damit perfekt. Außerdem hat sie gar nicht so schlecht gesetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Joink. Da ist er. Wieder mal mit dem wunderbaren Blick einer verliebten Frau. Naja, ihr wisst schon was. Sehr stoned. Und er guckt ihn euch an mit dem prachtvollen Bart. Habe ich das gut gemacht? Ich finde es okay. Für die Crusader Kings 3 Verhältnisse ist es ganz in Ordnung. Wenn wir uns den nochmal von nahen anschauen, den guten Saruman. Ja, ich finde, es ist okay. Bart wäre irgendwie keine richtige Möglichkeit. Der ganz lange ging einfach nicht, weil er sah einfach nicht authentisch aus. Musste ich leider so nehmen. Ich denke aber, es passt. Es passt. Tja, und in dem Bewusstsein, wütende Kommentare zu bekommen, weil natürlich die Frau das Said gar nicht vererben kann, sondern, sagen wir mal, nur in ihrer Herrlichkeit erglühen kann, haben wir schon mal die nächsten Gebiete erobert, und zwar hier oben und natürlich das gute alte Socotra.
Einfach weil wir gerne unser Untertan erpressen. Hier, der liebe Muhammad wird unser absolutes Melkpferd sein. Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Stelle, mein Freund. Das wird ein sehr, sehr teurer Aufenthalt für dich auf Socotra. Ein wenig weiter, die Horde hat sich ausgeweitet. Saruman ist älter. Ich finde, der sieht wirklich gut aus. Passt ganz in Ordnung. Jetzt gehen wir zum Plan. Was wollen wir hinzufügen in die Kultur? Wir müssen nämlich einige Trades hinzufügen. Unser erster Trade ist Seefahrer. Und ihr seht schon bei den Seefahrern, wenn wir das ergänzen, was wir durch maritimen Merkantilismus schon drin haben. Die Handelshäfenreihe von Gebäuden sorgt für zusätzliche Kontrollzuwachs. Das sieht uns ehrlich gesagt nicht so wirklich. Aber die Gebäudereihe Handelshafen erhöht Aufgebote und die Größe von Kriegsvolkregimentern in Grafschaft dieser Kultur. Jetzt müsst ihr überlegen, mit dem Merkantilismus bekommen wir 2 Stufen höher und hier bekommen wir mehr Kriegsvolkregimenter. Unser erster Trade, den wir brauchen aber noch ein paar mehr, um eben die Regimentergröße zu erhöhen. Das ist erstmal ganz nett, alleine aber noch nicht sehr stark. Und das wäre das Erste, was wir jetzt kriegen wollen. Deswegen habe ich Prachthochzeit nach Prachthochzeit und die nächste Hochzeit und wieder eine Hochzeit geführt, sodass wir wirklich auch Seefahrer hinein pushen können. Kostet nämlich 7000 Prestige, was nicht ganz billig ist. Ich habe aber schon so weit weitergedacht, dass ich schon hier Tradition etabliere und, was ihr auch machen solltet, wenn ihr nachspielen wollt, schon direkt eine Mischkultur vorbereitet und zwar mit Persisch hier oben. Ganz einfach deswegen, weil wenn wir uns mischen, können wir danach wieder reformieren. Kriegen außerdem Bewässerungsfachleute dazu, habe ich euch ja schon mal im Inzest-Video erklärt, wenn ihr es nicht geschaut habt, schaut einfach mal rein. Gartenbau auch, ist momentan auch buggy, deswegen weiß ich nicht, ob ich das wirklich reintun will. Und dann haben wir eine sehr, sehr starke Kultur, die wir sofort wieder reformieren können, indem wir noch mehr Prachthochzeiten ballern. Außerdem sieht es ganz schön aus hier von den Gebieten her. Wir werden allerdings von allen Seiten bedroht mit sehr vielen Bündnissen. Wir hatten auch schon einen Krieg führen müssen. Ihr müsst extrem, wenn ihr hier startet, extrem aufpassen, nicht in Bergwüsten zu kämpfen, ohne vorbereitet zu sein. Gerade seit dem letzten Update, wo jeder Vorteil 10% dazu gibt, solltet ihr aufpassen, dass ihr nicht in Bergwüsten kämpft, ohne es bereit zu sein. Es gibt einen Verteidigervorteil von 12. Während sich unsere Kultur aktualisiert, können wir uns auch noch reformieren. Denn Jemenitisch hat auch noch einen Vorteil. Denn wir haben religiöse Vermischung. Einer der stärksten Traits, wenn ihr neue Religionen haben wollt, eure Traits zuzufügen, also Grundsätze hinzuzufügen, kostet so gut wie gar nichts. Das heißt, ich konnte hier Bilderverbot, Machtstreben, unaufhaltsamen Glauben hinzufügen, die Religion sogar noch modifizieren, dass Hexerei tugendhaft wird. Und wir haben noch ganz viele andere Änderungen unternommen. Und ihr seht, wir brauchen nur 2100 dafür. Nice. Wir sind trotzdem noch sunnitisch, das heißt, wir haben auch noch immer freundschaftliche Beziehungen mit den Nachbarn, was ganz cool ist. Und wir sind die weiß-blaue Hand. Ja gut, es gibt halt keine weiße Hand, deswegen sind wir die weiß-blaue Hand. Und unsere Leute sind die Uukai, versteht sich von selbst. Und damit haben wir schon mal einen weiteren Schritt. Damit sind wir eigentlich durch mit der Religion. Wir können jetzt konstant Krieg erklären. Wir haben günstige Tempel, das werden wir auch nutzen wollen. Und wir können besser kämpfen, was auch sehr sinnvoll sein kann. Joink. Einige Ehen, einige Kämpfe und eine Mischkultur weiter haben wir unsere Horde noch etwas ausgeweitet, wobei wir das Gebiet hier oben nicht wirklich halten wollen. Vielleicht für den Schlag gegen ein großes Kaiserreich, wie auch immer. Aber wir haben es geschafft, nochmal 7000 Prestige zusammenzusammeln. Einfach eben durch Polygamie, was einfach absolute Legende ist. Und können jetzt unsere Kultur wieder reformieren. Und es ist ein dritten von 4 Trades, die wir brauchen, um wirklich komplett abzugehen. Und dafür gehen wir auf Masse statt Klasse. Masse statt Klasse gibt euch nämlich die Möglichkeit, Kasernen und Kriegslager zu benutzen, um auch die Regimentenschwelle zu erhöhen. Was halt sehr, sehr interessant und sehr gut ist. Man muss hier aber ganz klar erwähnen im Test, dass diese Tradition sehr verbuggt ist. Denn hier stehen einige Sachen, die nicht so ganz stimmen. Erstmal können wir trotzdem noch schweres Fußvolk rekrutieren und hier steht auch eigentlich, wir können das rekrutieren. Wir können es aber eigentlich nicht mehr rekrutieren. Außerdem steht hier nicht, dass die Kaserne sich auch ändern wird. Die Kaserne bufft ja normalerweise schwere Infanterie und Pikiniere. Das stimmt nicht mehr. Sie wird wesentlich weniger Buffs für unser Kriegsvolk geben, aber dafür für alle Kriegsvölker. Das heißt, auch unsere Abu Dra werden da gebufft werden. Und ja, es mag merkwürdig klingen, aber unsere nächste Eroberung wird uns etwas abseits der Wege führen. Nicht mehr ins heiße, bergwüstenähnliche Jemen, nicht ins Persische Reich und nicht hier nach Chazaria, sondern noch weiter Richtung Ural. Wir wollen Ural erobern, das hat einen ganz einfachen Grund, weil unsere nächste Mischkultur mit dem Permischen sein soll. Denn hier versteckt sich der eine Trade, den wir noch brauchen, der zusätzlich dazu kommt, nämlich genügsame Rüstungsmacher. Und ihr seht schon wieder, die Größe von Kriegsvolkregimentern wird erhöht durch das Gebäude Grobschmiede. Wenn wir das haben, sind wir so gut wie durch. Es gibt noch 2, die man optional reintun könnte. Aber das wäre auf jeden Fall noch das, was wir haben müssten, damit wir vollends unsere Horde kreieren können. Von daher muss Ural dran glauben. Und ich hoffe, wir schaffen das, denn diese Winter hier sind absolut grausam. 5 minutes later. Oh, dieser brutale Winter ist echt brutal. Wir haben einen kompletten Stackwipe gegen uns gehabt. Unsere Verbündeten werden alle gekickt. Oh, okay. Aber wir haben es geschafft. Gar kein Problem, Leute. Das ist ein Horror. Ich habe bestimmt 6 Jahre gekämpft, ey. Es zeigt sich wieder mal den Vorteil, wenn man den bösen satanistischen Glauben anhängt und Saruman ist, denn dann kann man auch eine Hexe werden. Da wir es tugendhaft gestellt haben, haben wir es geschafft, einen Hexenzirkel relativ schnell zu gründen. Habe ich ja schon mal im Video erklärt, das ist einfach super. Sehr schnell, ist immer sehr lecker. Während wir aber hier so rumhängen, habe ich etwas gemerkt, was nicht ganz so schön ist. Wenn wir nämlich mal auf die Welt schauen, ja, das ist ja eigentlich ganz nett. Okay, Arabisch Reich, ja, brennt, das kriegt man hin. Hier unten ist ganz schön, ach ja. Jetzt scrollen wir mal heraus und, naja, dem geschulten Auge fällt vielleicht was auf. Wir haben so ein paar Eroberer. Ich habe die Eroberer auf 100% mehr gestellt.
Wir haben einmal unten Guinea, einfach mit 21.000 Truppen, das einmal komplett Westafrika erobert hat. Wir haben Maghreb als Gegner, wobei noch relativ schwach, auch als Eroberer mit 6.000 Truppen. Wir haben ein verfluchtes Finnland im Norden mit 16.000 Truppen. Und wir haben eine, ja, ihr seht, es gigantische Taterei mit 24.500 Truppen. Wir haben auf jeden Fall genug Gegner, die wir dann nachher mit unserer Strategie hoffentlich umhauen können. Also wir haben Ziele, das ist schon mal sehr gut. Einige Jahre später stirbt Saruman, der Hordenschaffer. Mit einer großen Leistung, er hat das Königreich gegründet, er hat viele erste Schritte eingeleitet und sein Sohn, der einigermaßen so aussieht, dass wenn er Saruman 2 sein könnte und auch gleich so benannt wird, wird jetzt auf den Thron steigen. Aber wir haben halt eine große Herausforderung, die wir leisten müssen. Und momentan ist unser Plan noch nicht ganz so weit. Wir haben momentan Möglichkeiten, 9 Völker anzuheuern. Das ist schon mal nicht schlecht, aber bei weitem nicht das, was wir reiten müssen. Das heißt, wir müssen noch ein paar weitere Dinge durchgehen. Wir müssen erstmal diese Gebiete hier alle ausbauen, vor allem die hier am Strand an der Küste. Denn die sind die entscheidend für uns, denn die geben uns die Häfen. Unsere Häfen auf Stufe 4, die wir jetzt schon haben können, geben uns jeweils 1 und unser Kasernen auch schon mal ein Regiment dazu. Also all diese Sachen müssen aufgebaut werden. Der Fokus liegt also eigentlich nur darauf, Geld zu pumpen wie Hölle und eben die Mischkultur zu schaffen mit Permisch, was wir aber schon ganz gut kriegen können. Sobald wir die Möglichkeit haben, können wir hier direkt loslegen. Und das ist deine Aufgabe, Saruman 2, uns in die neue Zeit zu führen und uns gegen diese gigantischen Eroberer zu schützen, zu lieben hier unten. Wir haben echt Glück gehabt damit. Er ist sehr gut, ehrgeizig, maßvoll, tapfer und stur, einfach super Traits plus intelligent. Damit kann man sehr gut arbeiten. Er ist aber noch nicht volljährig, das heißt, wir haben noch ein paar Jährchen, die wir erstmal noch tragen müssen als Kind. Aber wir sind gut ausgestattet, um die Zukunft zu bestreiten, solange die Taterei nicht denkt, ja, wir müssen auch hier mit einnehmen. 2 hours later. Einige Jahrzehnte später, und ich finde Saruman, naja, ist noch okay, ne? Saruman der Zweite passt noch als Saruman. Und ihr seht, die Taterei, ja, ist größer geworden. Guinea ist absolut bis Frankreich durchgezogen. Was zum Teufel? Er ist auch irgendwie ein Geist Gottes. Also zumindest der Vater von ihm war das. Er leider nicht. Deswegen, ihr seht schon, Unabhängigkeitskrieg, 88% minus. Da brennt einfach alles in diesem Land. Schaut es euch an. Alle wollen sich befreien und ich kann es irgendwo verstehen. Aber schaut euch diesen Wandel an, wie weit der es geschafft hat. Über Maghreb, was auch ein Eroberer war, bis Frankreich rein. Innerhalb von diesen 20 Jahren, die ich euch jetzt nicht gezeigt habe. Und ja, die Taterei geht weiterhin steil, ist aber doch auch ein Geist Gottes, okay. Das wäre nicht gewesen. Ich liebe diese neue Mechanik, muss es einfach sagen. Und unsere Front, wir sind nochmal in Jemen, wir haben unser Königreich komplett. Könnten auch Arabien eigentlich angreifen, aber ich chill erstmal eine Runde. Wir haben 13 jetzt. Das heißt, jedes Gebäude, das wir jetzt hier ergänzen, das kann ich euch mal ganz kurz zeigen, um es auch verständlich zu machen. Jede Kaserne ab Stufe 2 gibt uns ein Regiment. Jede Handelshafen ab Stufe 4 gibt uns auch ein Regiment. Und je mehr Gebiete ihr erhalten könnt, wir halten jetzt 10, desto mehr könnt ihr diese ganze Geschichte ins Rollen bringen. Es ist also gar nicht, dass alle eure Charaktere eigentlich nur noch auf Verwaltung gehen. Mehr ist nicht mehr relevant. Wir brauchen Verwaltung, um Horden zu ballern. Ich weiß, es ist ein bisschen kontraproduktiv, aber eigentlich wollen wir ja die Geißel sein und Horden und Saruman, Uruk-hai und so. Aber so läuft es halt. Das heißt, ich baue hier überall mit unserem Bilderverbot, was wir ja neu eingebaut haben, günstig Tempel, so lecker günstig, dass wir halt auch die Gebäude, ihr seht es hier, lächerlich günstig bauen können. 55 für alle möglichen Sachen, 37 für den Wüstenackerbau. Das liegt halt daran, dass wir auch noch uns Bagdad gegönnt haben. Was Bagdad mich besonders hat, ist ganz einfach, es gibt uns mehr Entwicklung und Tempelgebäudebaukosten nochmal minus 10%. Wenn ihr das zusammensetzt mit den 33% hier, plus eben unseren Boni, die wir noch durch Verwaltung und andere Sachen bekommen, ist es halt ein gigantischer Vorteil. Wir können eigentlich Gebäude nach Gebäude raushauen. Das ist aber auch nötig, damit die Strategie funktioniert. Hier sitze ich ganz gemütlich in meinem Jemen, habe nichts erobert, nichts getan und einfach nur mein Gebiet ausgebaut mit massiver Wirtschaft und Brutalität und kriege einfach die Welt beherrscht. Okay, gut, ich bin ehrgeizig, ich bin tapfer. Aber ich habe doch nichts getan. Ja gut, aber klar, wenn wir Eroberer, ich denke, wir werden den Trade verlieren, weil ich eigentlich nicht vorhabe, wirklich anzugreifen. Aber Saruman der Zweite wird natürlich Eroberer, meine ich natürlich. Unsere Größe übrigens ist respektabel gestiegen. Ihr seht, wir haben jetzt schon 21 pro Stack. 19 Onaga können wir mittlerweile bauen. Mit unserer zweiten Mischkultur, der Permo-Perso-Jemenitischen Kultur, haben wir genügsame Rüstungsmacher reingemacht. Extrem viele negative Sachen, deswegen mit Vorsicht zu genießen, aber für unseren Run genau das Richtige, denn wir wollen eben das hier oben haben. Die Gebäudereihe Grobschmiede erhöht die Zahl der Ritter und die Größe von Kriegsvolkregimenter. Das heißt, unsere Regimenter kriegen jetzt ab der zweiten Stufe von der Grobschmiede nochmal ein Regiment dazu und damit sind wir jetzt schon bei 26 Regimenter. So auszeichnet es leider immer bei Stufe 1, deswegen nur 26, aber ihr versteht, worauf es hinausläuft. Wir sind bei 26, das sind 2600 pro Kriegsvolk. Mein Plan war zwar, hier einfach noch ein bisschen abzuwarten, aber ganz ehrlich, Etunonid ist so schwach. Guckt euch das an, dieser Eroberer ist zerfallen. Wir müssen ein bisschen der Taterei auch etwas entgegenbringen, bevor wir den Kampf suchen. Ich hatte jetzt überlegt, Oman zu erobern, also vielleicht das Arabische Reich zu nehmen, also hier das Königreich. Nur noch eine Heiligenstätte oder zwei. Wäre schon ganz sinnvoll.
Und gerade spaltet es so auf. Wir hätten eben schon viel mehr nehmen können. Ich habe viel zu lange gewartet. Das ist also so ein bisschen der Druck des Eroberers. Ich will ihn nicht unbedingt verlieren. Der wäre schon ganz sinnvoll, auch wenn das eigentlich nicht der Plan war. 12 seconds later. Ein paar Jahre später. Und ja, es sieht irgendwie beeindruckend aus, aber es war viel Vasalisieren, ein paar kleine Garage von einem, überhaupt nichts Besonderes. Wie wichtiger, wo ist unser Status? Ihr seht oben rechts 18.000 Truppen. Wir sind natürlich noch Eroberer, deswegen ist das natürlich deutlich einfacher. Also ein bisschen hat das Spiel so ein bisschen gewandelt. Aber ihr könnt sehen, wir sind bei 41 Größe pro einem Kriegsvolk. Das wäre natürlich jetzt wesentlich schwer zu unterhalten ohne Eroberer, das ist natürlich klar. Aber ihr versteht, worum es geht. 41, wir sind noch lange nicht beim Peak. Wenn wir jetzt mal denken, dass wir erst 969 sind, jetzt ist 100 Jahre drin und haben 4.000, 8.000, 12.000 Kriegsvolk und könnten hier nochmal eins ergänzen. Wie gesagt, rechnet das nochmal auf, es wäre natürlich wesentlich teurer. Wir haben jetzt 1,1 dafür nur, müsste das vierfach auf jeden Fall dazu nehmen. Also sagen wir einfach mal, um es zu schätzen, die beiden würden 10 jeweils kosten und der auch 10. Du hast sagen können, okay, wären dann 33 Gold pro Monat. Ist trotzdem sehr gut, könnt ihr euch vorstellen. Wenn es aushebt, wird es natürlich wesentlich teurer. Dementsprechend nicht jetzt irgendwie zu sehr mitnehmen. Wir haben halt den Eroberer bekommen. Finde ich trotzdem lustig. Aber die Idee ist halt dahinter. Und wie gesagt, ein Trade oder eigentlich sogar zwei Trades fehlen uns noch. Diese Trades wären nämlich einmal anpassbare Plänkler, weil wir die Milizlager auch früher bauen können, die wir noch gar nicht haben. Was ein großes Problem sein wird, wenn es um Damage geht von unserem Kriegsvolk. Das heißt, unser Damage ist noch nicht sehr gut. Und dass euch das schon mal merkt. Das ist besser, wenn man nicht unbedingt mit Plänklern spielt. Wobei ja generell ist es schwer mit den Gebäuden, die wir alle bauen müssen. Wir müssen ja Häfen, Grobschmiede und eben Kaserne bauen. Und dadurch bleiben uns nicht mehr so viele Slots über. Weil sonst ist unser Kriegsvolk nett, aber halt nicht super stark. Und dann brauchen wir als nächstes, oder können wir als nächstes noch die Formationskämpfer nehmen, weil auch die Kasernen noch früher gebaut werden. Nochmal 20 Jahre weiter. Unser Herrscher Saruman II. Lebt noch immer. Das liegt daran, das kann ich euch mitgeben, dass wir Legendenschreine grinden. Wir bauen ganz viel Tempel, durch Bilderverbot kriegen wir billigste Gebäude und hauen überall Legendenschreine rein. Und seit dem neuen Patch kriegt ihr damit 5 Jahre mehr. Wenn wir mittlerweile schon 3 Legendenschreine haben, sind wir automatisch 15 Jahre älter. Das heißt, unsere Gesundheit fängt später erst an abzubrechen. Deswegen sind wir mit 79 noch in Ordnung, obwohl wir fettleibig und gebrechlich sind. Das ist aber Nummer 1. Jetzt gucken wir uns mal an, was haben wir getan. Ihr seht 16 Domänenschwelle. Wir haben unseren Typen massiv gepumpt auf Verwaltung. Es geht ganz gut als Clanreich, das ist auch schon mal ganz wichtig. Auch das mit den Legendenschreinen geht hier gut, weil es kaum Sondergebäude gibt. Könnt ihr euch alles so mitnehmen. Und ja, wir haben jetzt die Stufe 6, können wir jetzt als Handelshafen auch in den Bogen bauen. Wir mussten dafür noch Festungsmauern haben. Ihr seht, die Kaserne auf 5 bringt also nicht so viel. Ich habe es jetzt hier reingetan, noch Formationsexperten mitzunehmen, weil ihr könnt nur die 5. Stufe bauen. Für die 6. müsst ihr Vorburgen haben. Kriegt also nicht noch eine Größe höher. Aber es ist auch mittlerweile sehr teuer. Ihr seht, ich gebe das Geld konstant, aber ich habe wirklich so viel hier schon reingepumpt. Da müsst ihr drauf achten, ihr braucht dringend sehr, sehr, sehr viel Geld, um das auch zu leisten. Naja, was ist unser Ergebnis? Ja, haltet euch fest. 70. Wir sind jetzt bei 70 Kriegsregimentgröße. Weißt du, dass die Exploit-Videos so bei 30 ankamen und sagt, guck mal, wie cool ich bin mit meinen Exploits. Ja, jetzt seit dem Patch könnt ihr 70 erhalten, 100 Jahre im Spiel. Das heißt, wir haben 7.000, 14.000, 21.000 Abu Dra. Und jetzt stellt euch das mal mit Varäger vor, könntet aber niemals unterhalten. Ohne Eroberer könnt das hier, glaube ich, schon noch unterhalten, wird aber langsam natürlich extrem teuer. Da müsstet ihr alles in die Trades hineinstecken, die euch in irgendeiner Form, wie hier zum Beispiel Armeegoldunterhalte herabsetzen. Ihr könnt das auch bei eurem Befehlshaber hier machen, also Ratsmarschall. Da könnt ihr, wenn die ausgehoben sind, das vergünstigen. Das ist auch ganz nett. Könnt dann wohl den Buff nicht mehr mitnehmen für euer Kriegsvolk. Ja, aber das ist das Ergebnis. 21.000. Die Buffs kommen auch langsam hin. Wir haben hier 7.051 Schaden Abu Dra, die hier komplett alles rasieren können. Wenn wir das mal vergleichen mit der Tatarei, die mittlerweile, ja, ihr seht's, die Hälfte der Karte hat. Hier unten ist nochmal Sufa, aber das ist verglichen mit der Tatarei natürlich noch ein Witz. Die hat 30.000 Truppen, was ja schon recht beeindruckend ist nach 100 Jahren. Wir haben 40.000 Truppen und nicht 40.000 Aufgebote, sondern wir haben wirklich über 20.000 Kriegsregimenter. Wenn man das vergleicht mit ihm, er hat hier, was hat er? 2.400, 3.000, 3.600, 4.100 Regimenter. Nochmal, wir haben über 20.000 und ich bin noch lange nicht fertig. Also wenn ich das hier noch alles aufwerte, bin ich ja noch weiter. Kostet halt nur eben immer ein gutes Sümmchen, so 20 Kriegsfolgeregimenter reinzupushen. Und wir haben auch noch eins offen. Wir haben nicht mal, und das ist das Wichtige dabei, damit ihr es noch mitnehmt, wir haben nicht mal die Innovation Haustruppen, wo wir automatisch nochmal 3 Regimenter dazu bekommen. Wir haben noch nicht alles ausgebaut in der Stufe, die wir haben. The sky is the limit, würde man ja so schön sagen. Also es geht, glaube ich, mit im späten Mittelalter seid ihr bei 100 oder mehr. Weil ihr halt durch diese Seefahrer plus Merkantilismus die Handelshäfen auf 6 pushen könnt, sobald ihr Vorbogen habt und dadurch halt schon 2 Regimenter immer dazu bekommt. Habt ihr also hier wie ich diese Küste fertig, dann geht das super.
Außerdem jetzt sagen ja gut, du hast einen krassen Typen, 16 Domänen, weil Domänen sind key. Wenn ihr nicht so viel Domänen habt, habt ihr nicht so viel Regimente. Aber denkt dran, wenn ihr jetzt sterbt und nur noch 8 Domänen halten könnt, werdet ihr trotzdem 70 Regimente haben. Das heißt, solange ihr die bezahlen könnt, solange euer Typ noch lebt, könnt ihr hier diese 70 auch wirklich behalten. Auch selbst wenn da 70 von 30 nachher kommt, ihr habt die 70 da. Solange ihr die nicht auflöst, habt ihr die für immer und könnt mit 7000 von diesen Abu Dra oder Verrägern oder sonst was absolut abgehen. Das ist einfach nur krank. Ich meine, schaut euch das an, was das bedeutet. Also damit ist das Spiel sowas von gebrochen. Also ich bin jetzt offizieller Meinung, damit, ähnlich wie beim Zionismus mit diesem Passivtionieren, bricht man hiermit absolut das Spiel. Als Eroberer natürlich noch mal kranker, aber auch ohne Eroberer ist es halt kompletter Wahnsinn. Kommen jetzt so mit diesen Legendenschreien, Eroberer, und eben diesen ganzen Trades ist es einfach nur abgefahren. Ihr könnt es euch nochmal angucken. Die Key-Trades sind eigentlich diese drei hier. Die anderen zwei sind eher nett, aber also genügsame Rüstungsmacher müssen nicht unbedingt sein. Wir haben außerdem wegen genügsamer Rüstungsmacher auch noch 39 Ritter, ne? Falls ihr das nicht gesehen habt, mit 246%. Wir haben zwar 60% weniger, aber wir haben 39 verfluchte Ritter mit 246% Effizienz. Das ist halt komplett abgefahren durch die Grobschmieden und allem anderen. Es ist wirklich ein absolutes Fest, aber das Spiel ist absolut gebrochen. Also feiert es und spielt es, solange ihr könnt, denn ich glaube, das wird nicht mehr lange sein. Wir werden uns jetzt nochmal einen Krieg gegen die Tatarei anschauen und werden versuchen, so viel wie möglich zu erobern, bevor wir brechen. Und dann war es eigentlich geschafft. Ich glaube, Crusader Kings 3 ist damit offiziell wirklich komplett gebrochen. Also ich hoffe, ihr seid bereit, den gigantischen Kampf, den uns dieses super neue DLC und dieser neue Patch ermöglichen, anzugehen gegen dieses verfluchte gigantische Reich mit unserer Horde von Uruk-hai oder Abu Dra. Da sind sie. 28.000 Kriegsvölker mit ordentlichen Buffs, so wie es halt nach 100 Jahren möglich ist. Und sie werden sich anlegen mit dem Weltreich, das komplett Indien unterjocht. Kagan Begluk, der Unglaubwürdige von Tatarei. Es ist Zeit, dass wir beiden alten Knacker uns auf die Fresse geben. Und deswegen werden wir in dein Königreich einfallen. Wir werden so viele Gebiete wie möglich zusätzlich erobern. Wir werden versuchen, das gesamte Kaiserreich Persien zu erobern. Komplett zu unterjochen. Also spielt die Kampfmusik, denn jetzt wird ordentlich geballert. Joink. Spürst du den Boden beben? Siehst du den Rauch am Horizont? Kannst du die Trommeln hören? Tausende müssen... Nein, warum hast du mir das angetan? Oh nein, er ist genau gestorben, als wir den Krieg erklärt haben. Ernsthaft? Oh, nö. Deswegen das Persische Reich kämpfen. Das brauchen wir, glaube ich, nicht zu zeigen. Der hat nur 700 Truppen. Naja, dann haben wir halt den Krieg auch gewonnen. Aber wir machen natürlich nur einen richtigen Krieg gegen die Tatarei. Vorher kann ich das Video nicht beenden. Das geht nicht. Aber joink, ihr seht, wir haben alles, was wir belagert haben, auch bekommen, so wie es das gehört. Und haben jetzt die ganzen anderen Gebiete. Und jetzt Tatarei, jetzt aber wirklich. Mit 28.000 Truppen, jetzt bist du dran. Er greift schon selber das Persische Reich an. Und bevor wir das angehen können, stirbt auch Malik Ul-Afdal Saruman der Zweite. Und Saruman der Dritte kommt an die Macht. Und sieht nicht mehr so wirklich nach Saruman aus. Eieiei, na gut, wir müssen damit klarkommen. Wir werden jetzt noch die Tatarei fertig machen müssen. Und wir müssen noch ein bisschen was verteilen. Wir haben einiges bekommen im Markt. Kann einfach nicht wahr sein. Fügt hier dieses Meme von Star Wars ein, bitte. Du warst der Auserwählte! Denn die Tatarei ist auseinandergebrochen. Und nicht nur einmal, wie wir es eben gesehen haben, sondern die Person danach ist auch direkt gestorben und jetzt ist irgendein Kind dran und es hat den Eroberer-Trade nicht mehr. Es gibt keine Eroberer mehr, außer hinten Bjarmaland, die wirklich noch relevant für uns wären. Ja, außerdem haben wir auch keinen Eroberer-Trade vorher bekommen, aber ich habe unsere Person Saruman 3 angepasst, dass er ein bisschen mehr Sarumanisch aussieht. Ja, aber wir haben keinen Eroberer-Trade mehr. Aber ihr seht, wir sind noch knapp positiv mit 28.000 Kriegsvölker. Können natürlich auch deutlich mehr noch halten. Ja, kriegen wir einfach nicht bezahlt. Da müssten wir ein paar Trades für nehmen, damit das besser wirkt. Gucken wir gleich mal. Aber brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Und wir machen einfach den Krieg noch gegen die Tatarei, auch wenn die nur 11.000 hat. Ach, das wäre so schön gewesen, wenn es 30.000 war. Oder wir machen halt was gegen Byzanz. Sobald ich hier erhaben bin, können wir wieder ins Königreich einfallen. Und dann müssen wir halt damit leben. Dann ist es halt so. Ich habe mich so gefreut, gegen diese riesige Tatarei zu kämpfen. Und genau dann sterben beide Herrscher. Und alle Eroberer sind weg. Hier unten ist auch alles zerbrochen, wie ihr sehen könnt. Auch hier alles durch. Also irgendwie das Vererben mit der Eroberer, kann man auch nochmal sagen, ist nicht so funktionstüchtig, wie man denken mag. Wir haben jetzt Weißrophen im Bjarmaland und eben dem in Indien. Alle anderen sind tot. Hier war mal eine Liste von 8 teilweise. Also dieses Vererben funktioniert nicht korrekt. Es kann halt sein, dass meine Vermutung, weil ich hier mit der Erbe rumgefummelt hatte und meine Leute enterbt habe und so weiter, was auch nicht so unbedingt intelligent war. Aber
Aber ja, das ist jetzt so meine einzige Idee, wieso das so sein kann. Byzanz wird unser Ziel sein. Die Tatarei ist leider nur noch ein Feuer. Hätten wir auch besiegt, aber schade trotzdem. Ich hätte gerne gegen die Zahlbereich gekämpft. Wir haben hier Byzanz mit 14.000 Truppen. Werden wahrscheinlich noch mehr werden, weil sie eben noch die besonderen Truppen herholen können. Außerdem sehr viel Kriegsvolk, deswegen eine besondere Herausforderung dadurch. Es sind nämlich nicht 14.000 Aufgebote, sondern eben fast nur Kriegsvölker. Sollte möglich sein, dass wir da einen spannenden Kampf haben. Wir werden natürlich, das ist ja klar, deren Hauptgebiet nehmen, nämlich Thessaloniki, und werden dann hier schön alles erobern, Byzanz komplett brechen, mit unserem lächerlich übertriebenen Kriegsvolk von 28.000. Und jetzt werden wir einmal uns schön austoben gegenüber Byzanz. Gucken wir, ob wir hier alles so erobern Richtung Byzanz, dass wir den ganzen Schlappen hier mitnehmen. Das wäre ideal. Spürst du den Boden beben? Siehst du den Rauch am Horizont? Kannst du die Trommeln hören? Tausende müssen sein. Dort stehen sie in Reih und Glied, atmen den Hauch des Todes. Ich möchte einfach mal auf diesen Belagerungsfortschritt hinweisen. Guckt euch das an, wie schnell wir 400 wegbelagern. Diese 70 Unnager machen halt alles platt. Es ist einfach absolut genial. Todes, Hass erfüllt und voller Wut, wollen sie nur eins, Allianzen Blut. Die Horde rennt, sie macht alles nieder. Die Horde rennt, nichts kann ihr widerstehen. Die Horde rennt, sie singt ihre Lieder. Die Horde rennt und alles hinter ihr brennt. Brot ist mächtig und du ein kleiner Wicht. Rat, verlass das Land. Nimm noch ein paar Sachen und die Beine in die Hand. Doch stellst du dich in ihren Weg aus. Und das war's. Leider kommt man nicht mehr erobern, denn gemeinerweise wird irgendwann bei 100% das Ganze beändert und da kommt man nicht schnell genug durchrattern hier. Aber einfach, wie ihr gesehen habt, viele Probleme mit der Versorgung hatten, aber ihr habt gesehen, wie wir die halt komplett aus dem Leben knernödelt haben. Da hat man minus 40% Malus halt, also minus 40 Fehlzahlbevorteil, das ist 400% Malus. Das war halt richtig krass, aber mit diesen Armeen, diese Anzahl, da kann euch keiner mehr aufhalten. Das ist halt komplett wahnsinnig. Also wir haben nur, in Anführungszeichen, nur das hier alles geschafft, hier unten in dem Bereich, bis hierhin und das komplette Königreich hinbekommen, eben durch den in Königreich einfallen Kriegsgrund. Und ja, wir haben halt gar keine Chance. Wir haben jetzt 52.000 Truppen und wie gesagt, unsere meisten Truppen sind halt noch immer Kriegsvolk. Wenn ihr das noch stabilisieren könnt und wenn ihr natürlich erobereit seid sowieso, dann könnt ihr noch wesentlich mehr daraus holen. Habt ihr gesehen, das waren bei minus 16 oder sowas, weil die Flankler und die Bogenschützen halt nicht so teuer sind. Und deswegen könnt ihr das auch ohne Eroberer, wie ich jetzt gerade mal bewiesen habe, super machen. Ist jetzt nicht der Kampf gegen Tatarei geworden, aber es ist halt ein absoluter Spaß. Ich empfehle euch nur, spielt das mal nach. Es ist kompletter Wahnsinn. Die Horde der Orokais kann die ganze Welt jetzt nach 100 Jahren komplett überrennen, wie sie lustig ist. Ich würde jetzt sogar noch die Mischkultur mit Armenien machen und könnte noch diese leichte Kavallerie mit reinnehmen, die dann auch günstiger wird, was auch eben noch ein absolutes Träumchen ist. Und dann, ja, könnte man noch mehr ausbauen, immer weiter ausbauen, mehr Geld jetzt auch holen und sich dann diese ganzen Geschichten noch weiter pumpen. Wie gesagt, ich glaube, man könnte es auch, wenn man jetzt bis zum späten Mittelalter spielen würde, auf 100 bestimmt hochkriegen, weil ihr eben nochmal auf die Kasernenhöhe kommt. Ich kann hier ganz kurz nochmal zeigen, dass ihr zum Beispiel die Handelshäfen auf die 8. Stufe bekommt, wo ihr 3 bekommt. Bei den Kasernen kriegt ihr am Ende sogar 4 Regimenter. Jetzt rechnet halt 13 Kasernen mal 2 Dinger dazu. Dann habt ihr nämlich auf der 6. hier einen nochmal dazu und hier nochmal einen. Das heißt 2 mal 13 sind mal 26 dazu. Dann kommen die ganzen Technologien dazu. Ihr werdet locker, würdet ihr bei 13 gehaltenen Sitztümern locker auf 100 kommen. Wenn ihr es sogar schafft, noch mehr Domänen zu halten, dann werdet ihr sogar noch mehr schaffen. Und eben mit diesen Legendenschreien, die wir jetzt hier überall platziert haben, kommen wir also schon 4 Stück, haben wir schon 20 Jahre Leben dazu. Erst jetzt mit 66, obwohl er diese ganzen negativen Mani hat bei schlechter Gesundheit. Das kann man also super aussitzen. Es zeigt also, wie krass dieser Patch das Spiel gebrochen hat. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr könnt es mal nachspielen. Ich denke mal, es wird nicht lange so bleiben. Das müssen sie wieder rauspatchen oder ändern. Aber ihr seht halt, wie gut so ein Traditionsspiel ist. Ihr könnt hier so viel rausholen. Guckt euch nochmal genau die Trades an. Diese 3 sind die entscheidenden. Plus eben das als Ergänzung und das als Ergänzung. Und die 4
ihr hier wünschen reichen, dann könnt ihr doch immer euer Gelände voranbringen, wie ihr wollt. Und könnt das Spiel komplett brechen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer, kommt gerne bei Twitch vorbei, auf dem Discord vorbei. Guckt einfach hier noch in diese Videos hinein. Und lasst gerne einen Like, einen Kommentar da. Ihr denkt dran, der Algorithmus ist sehr, sehr gierig und geheiligt sei er. Wir wollen ihn natürlich kitzeln. Bis dann.